Es ist meiner Meinung nach die beste Voraussetzung für eine harmonische Entwicklung. Es ist auch die Möglichkeit, jeden auf seinen Weg zu begleiten, der am besten für ihn passt. Weil wir ja selbst auch Patienten sind, können wir uns selbst immer auch in den Mittelpunkt setzen, um unseren eigenen Weg zu finden und somit noch andere noch besser zu ihrem Heilungsprozess zu bringen. Die Regenatherapie, das wurde vorhin schon gesagt, ich möchte auch nochmal aus der Praxisseite bestätigen, ist sehr gut kombinierbar mit anderen naturheilkundlichen Therapieformen. Ganz besonders gut kann sie durch manuelle Therapien ergänzt werden. Die Menschen lieben manuelle Therapien. Sie lieben es, angefasst zu werden. Sie lieben es, ja, dass es ein Gespräch gibt. Das ist etwas in dieser digitalen Welt heutzutage, was einen immer größeren Stellenwert hat. Und Sie alle oder wir alle haben das Glück, in dieser Situation zu arbeiten. Und der allerwichtigste ist die Anamnese des Patienten. Ich nenne die Anamnese auch Weg der Bewusstwerdung. Die Iris-Diagnose ist eine wirkliche Früherkennung. Ebenfalls die Bioresonanzdiagnose kann herbeigezogen werden. Sie erfasst körpereigene Schwingungen und lässt dabei pathologische Veränderungen erkennen. Oder die Fußreflexzonendiagnose. Hierbei geben Fußreflexe Auskunft über die Organbelastung und deren Ausprägung. Die Dunkelfelddiagnose, wunderbar auch zu kombinieren mit der Regenatherapie, lässt Rückschlüsse zu auf das Vorhandensein bestimmter Erkrankungen wie auch auf Krankheitstendenzen. Auch zur Verlaufskontrolle eine wunderbare Maßnahme. Viele Wege führen nach Rom, aber ein ganz besonders guter ist meiner Meinung nach die Regenatherapie. Sie stellt eine ursächliche, ganzheitliche und regenerative Therapie dar, mit deren Hilfe auch Aspekte im psychischen Bereich mit berücksichtigt werden können und ist somit ein echter Schatz. Wenn die Anwendungskriterien berücksichtigt werden, wie die richtige Diagnose, Ursache, die richtigen Mittel, die richtige Verabreichung und nicht zuletzt die richtige Dosierung, so kann Großartiges erreicht werden. Insbesondere auch, was die Ursache ist. Die Ursache ist es nämlich eigentlich, die wir finden sollten. Am Ende einer Anamnese, die am Anfang einer Behandlung durchgeführt werden soll, schließt sich in der Regel der Kreis. Dieses Konzept habe ich entwickelt, um jede Tanzeinheit zu einer Metapher eines unserer Regena-Basismittel zu machen, das heute zum ersten Mal seine Essenz und Wirkung visuell veranschaulicht. Ihr Empfinden, lieber Patient, nehme ich sehr ernst. Gemäß meinen Untersuchungsmethoden rast Ihr Herz, Ihre Hautoberfläche fühlt sich schweißig und kalt an. Ihr Hautkolorit im Gesicht wirkt gräulich, fast kränklich. Und auch diese Laborwerte, die Sie mir vorab gesendet haben, weisen überhaupt keine Normbereiche auf. Ich möchte anraten, dass Sie sich erneut bei einem Hausarzt vorstellen und nochmals ein großes Blutbild sowie ein EKG durchführen. So, jetzt werden wir noch eine Iris-Diagnostik machen. Aufgrund der Iris-Diagnostik ist sichtbar geworden, dass es hier mit dem blauen Auge um eine lymphatische Konstitution handelt. Kommen wir einmal zu Ihren Nierenwerten. Aus schulmedizinischer Sicht wäre hier vielleicht noch nichts anzumerken, aber aus naturheilkundlicher Sicht und mit dem Aspekt, etwas zu tun, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist, kann man bei einem Kreatininwert von 1,1 Milligramm pro Deziliter schon von einer Nierenfunktionseinschränkung sprechen. Der Wert des Harnstoffs mit 35 Milligramm pro Deziliter liegt ebenfalls etwas über dem Normbereich. Wir werden somit eine adäquate Nierentherapie mit den entsprechenden Regenaplexen mit in Ihr Therapiekonzept einbauen. Und durch dieses Öffnen werden die Organe bereit gemacht, um sich danach besser
eben entleeren und auch dann die Entgiftung vorantreiben zu können. Unser Ziel wird sein, dann in der Regenerationsphase auch noch vertiefende Mittel zu geben, sodass die Bakterien kein Milieu mehr vorfinden, in dem sie sich wohlfühlen wollen. Zusammenfassend kann man eigentlich sagen, dass man durch die Reginaplexe jetzt von einer klinisch-symptomatischen Harnwegsinfektion die Situation auf eine asymptomatische Bakteriurie herunterbringen konnten. Und auf diese Unterscheidung legt auch die S3-Leitlinie, die neue S3-Leitlinie der unkomplizierten Harnwegsinfektionen Wert. Und erfreulicherweise wird auch darin propagiert, dass die Einnahme der Antibiotika möglichst reduziert werden soll. Wir sprechen über Regulationsmedizin. Regena ist Regulationsmedizin. Es gibt für mich nur noch drei große Richtungen. Guck dir die metabolische Stoffwechselsituation des Menschen an, guck dir die oxidative Situation an, guck dir die entzündliche an. Also seid vorsichtig beim Ausland. Guckt euch vorher den Stoffwechsel an. Wenn ihr Metalle seht, mache ich metallisch, auch mit Regena aufpassen. Wir sind zu fast 80% Wasser. Die höchste Wasserkonzentration habe ich hier oben. Damit habe ich die höchste Giftbelastung hier oben, weil die Leber, wenn sie funktioniert, alles wasserlöslich Gift bindet. Und wo ist das Gift konzentriert? Am höchsten im Gehirn. Dann habe ich die Metalle noch und dann habe ich noch ein bisschen elektromagnetische Strahlung. Barbecue von morgens bis abends für alle Organe. Wir müssen ganz personifiziert individuell therapieren. Sobald Sie selber die Wunde verbinden oder verpflastern dürfen, bringen Sie das Hautfluid W mehrmals täglich auf die Wunde auf. Ich gebe Ihnen jetzt noch zusätzlich nur für eine Woche das homöopathische Einzelmittel Sulfur in C30 mit. Davon nehmen Sie einmal täglich 3 Globuli ein. Ja, nach einigen Wochen meldete sich Frau Dankbar noch mal bei mir telefonisch, um mir mitzuteilen, dass die Wunde vollständig verheilt war und sie sich total gesund fühlte. Komplett und sogar fast narbenlos verheilt war. Und das mit nur einer einzigen Verordnung der Reginaplexe. In dieser Therapie ist die Offenheit der erste Schritt in einem Reinigungsprozess und wird zur Regeneration führen. Aber es darf nicht nur auf der Ebene der Zelle oder des Organismus als biologisches Wesen verstanden werden. Die Öffnung muss auch auf der Ebene des Bewusstseins des Patienten sein. Eine Bewusstseinsveränderung ist notwendig, um den Heilungsprozess zu aktivieren. Warum haben die Menschen heute so viel Magen-Darm-Krankheiten? Warum nimmt das so zu? Weil wir eben nicht in diesem Magen drin sind, in diesem Darm, weil wir so wenig bewusst damit umgehen. Wir haben immer dort Schmerzen und Mühe, wo wir gerade nicht präsent sind. Darum haben wir alle diese Verdauungsstörungen. Darum eigentlich ist das Wichtigste, bevor ich auch eine Stuhldiagnostik mache, dass ich abkläre, wie denn der Magen ist. Man kann nur schon auch mal schauen, ob überhaupt der Magen, wie der Magen denn von der Temperatur her ist. Ist er denn kalt oder ist er heiß oder ist er gerade angenehm? Die Intoleranzen kommen immer erst, wenn ich schon geschwächt bin. Und wir sehen, dass der größte Teil der Leute heute nicht mehr bis in den Bauch atmet. Wenn wir all diese Nahrungsmittel einbauen, regelmäßig in der Ernährung drin haben, haben wir eine Voraussetzung, dass gute Bakterien kommen. Wenn man die Ernährung ergänzend zu Regena einsetzt, kommt man einfach noch viel schneller vorwärts. Die Regenatherapie hat und wird eine Rolle in der Entwicklung der integrativen Medizin spielen. Sie ist wie ein Baum in einem Wald. Obwohl es ein noch sehr wenig bekanntes Phänomen ist, ist es bewiesen, dass Bäume miteinander durch ihre Blätter und durch ihre Wurzeln kommunizieren. Wir leben nicht isoliert. Regena ist ein Teil des Zusammenspiels und findet seinen berechtigten Platz.
Und diesen Vorgang hatte Günther Stahlkopf in seinen Forschungen erkannt und bei der Erklärung dessen, was Krebs ist, mit folgendem Zitat zum Ausdruck gebracht. Die Natur kennt keine Selbstzerstörung. Zu keinem Zeitpunkt eines noch so leichten oder schweren Krankheitsprozesses, akut oder chronisch, unternimmt der Organismus irgendetwas, um sich selbst zu schaden. Ganz im Gegenteil, er unternimmt stets alles richtig, um sich durch entsprechende Abwehrreaktionen und Grundregulation am Leben zu erhalten. Die Natur kennt keine Selbstzerstörung. Ordnungsgesetze sind bei ihr darauf ausgerichtet, das Leben in Gesundheit zu erhalten und diese durch Grundregulationen im Sinne einer echten Abwehr wieder zu erlangen. Krankheit ist kein Zerstörungsprozess, sondern ein vom Körper weise eingeleitetes Heilbestreben.